Westen gegen Osten, St. Pauli gegen Rostock oder auch Talente unter sich. Nur knapp 100 Zuschauer wollen die A-Jugend-Bundesliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock verfolgen. Das soll in ein paar Jahren anders sein. Der Traum aller Nachwuchskicker, einmal bei den Profis vor ausverkauftem Haus spielen. Beide Teams mit prominenten Trainern an der Seite. Bei Pauli Ex-Profi Joachim Filikowski und bei Hansa mit Roland Kroos, der Vater von Nationalspieler Toni Kroos. Wir starten gleich stürmisch und den, liebe Zuschauer, sollten Sie sich merken. Theodoris Garnitis mit dem ersten Ausrufezeichen, 18 Jahre alt, Grieche im offensiven Mittelfeld zu Hause und bisher schon zweimal getroffen. Pauli von Beginn an besser, aggressiv und gefälliger in den Kombinationen. Die Flanke kommt gut an und das ist kein Tor. Keeper Robin Schröder etwas unentschlossen, Hansa in dieser Szene mit Glück. Doch das Glück soll man im Fußball ja bekanntlicherweise nicht provozieren. Guter Ball auf Theodoris Garnitis und der macht es diesmal deutlich besser. 1:0 für St. Pauli, die Führung vollkommen verdient. Garnitis erst das dritte Mal in der Startelf diese Saison. Hier bewirbt er sich für weitere Einsätze. Hansa noch geschockt. St. Pauli weiter zielstrebig nach vorne. Kurze Ecke, die Hansa-Defensive nicht geordnet. Und den kennen sie bereits. Theodoris Garnitis mit seinem zweiten Treffer. Der auffälligste Pauli-Akteur macht seinen Doppelpack perfekt. Und Garnitis, der kann nicht nur Tore machen, sondern scheinbar auch tanzen, auch wenn das hier nicht der griechische Sirtaki ist. Ich würde Ihnen gern etwas von Hansa Rostock zeigen, aber das Team von Trainer Kroos kann sich kaum nennenswerte Szenen erspielen. Stattdessen macht St. Pauli weiter Druck. Colin Heinz mit einem guten Freistoß kurz vor der Halbzeitpause. Wir springen in den zweiten Abschnitt. Und Garnitis schickt Kulikas, der ist deutlich zu schnell für seine Gegenspieler. Konsequenz, Grätsche und Elfmeter. Allerdings ist auch in der Zeitlupe schwer zu erkennen, ob das Foul noch vor der Strafraumgrenze geschieht oder nicht. Quasi Okiere Vriet interessiert das recht wenig. Er bleibt cool und gewinnt das Duell gegen Keeper Robin Schröder. Der Deutsch-Ghanaer absoluter Stammspieler bei den Kiezkickern und hier darf er auch endlich seinen ersten Saisontreffer bejubeln. 3:0 für St. Pauli, das Spiel war gelaufen, auch wenn Alkan Tunca hier noch einmal geprüft wird. Pauli schaltet nun einen Gang zurück und Hansa versucht sich noch einmal, bleibt aber deutlich zu harmlos im Abschluss. Die letzte Aktion gehört dann noch einmal den Hausherren. Doch Robin Schröder zeigt, warum er die Nummer 1 ist. Er, der mit Abstand beste Hansa-Akteur an diesem Tag. Dann war Schluss. Pauli gewinnt verdient mit 3:0 und macht es genauso wie die Profis in der vergangenen Saison. Dort gewannen die Kiezkicker nämlich auch zu Hause mit 3:0 gegen Hansa Rostock. Die Stimmen zum Spiel. Wir haben in den ersten 25 Minuten sehr konzentriert gespielt, den Gegner kaum was zugelassen, sehr gut kombiniert, auch verdient in Führung gegangen. Haben in der Endphase der ersten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen, aber in der zweiten Halbzeit haben die Jungs sich wieder gefangen. Ich glaube, die Rostocker haben, kann sein, eine oder keine Ecke über 90 Minuten und das war ein hochverdienter Sieg. Die Jungs haben das sehr gut gemacht.